Ahoi Leute und herzlich willkommen zu MMM. Ja, ich brauche extra einen Text dafür. Und hallo Jörg, wir lieben dich alle. Ja, jo, geil. Ich habe mir gerade aus der Kiste nochmal schnell was zum Craften geholt. Ja, ich habe gerade kurz noch meine ganz kurz ein paar Items einsortiert, damit ich jetzt gleich weitermachen kann. Denn ich weiß nicht, wie man eine Leine macht, wovon ich noch gleich zwei habe, weil ich gehe jetzt erstmal auf Kuhjagd. Und Jörg ist halt wie immer in der Mine, weil er darf nicht an die Oberfläche, sonst stirbt er. Er ist ein Vampir, aber keiner, der schwul glitzert. Jetzt habe ich Feinde. Welche denn? Na, die Fans von Vampiren, die schwul glitzern. Twillet? Ja. Twillet-Fans. Village-People. Dächer bauen ist übrigens total meine Stärke. Wasser bauen? Dächer bauen ist total meine Stärke. Wie viel Clay ist eigentlich noch in diesem verdammten See drin? Ein paar Stacks. So, die Chunks sind natürlich nicht geladen. Wir müssen schlafen gehen. Dein Scheiß Ernst? Ja, es wird Nacht. Du hast doch die Karte nebenbei offen. Eine Kuh. Ich nehme die Kuh noch mit. Du hast doch eh die Karte offen, du weißt doch, wie spät es ist. Nein, ich habe gerade Skype aufgemacht. Einmal. Mein Tablet ist ja an, ne? Nein, das ist nicht okay. Ich muss nochmal an. Und ich gehe gerade ins Haus. So, komm mit Kühe. Auf geht's. Super, dass du unterwegs Los! Bist. Ich wichs jetzt schon mal euer Bett voll. Oh! Sorry. Oh ja, geil, ja. Hast du eigentlich die neuen Regeln gelesen, also in Bezug auf Krieg und sowas? Nice. Okay. Der Job ist schlau. Der hat keinen Stein in der Kopf drin. So, jetzt ist mein Tablet gerade an. Da im Gehirn. Mhm. Hallo, wo seid ihr? Ist eine Leine gerissen? Okay, die eine Leine ist anscheinend gerissen. Das hier im Moment habe ich natürlich nicht. Einen das ist Spinne. Anscheinend schon. Das ist Jörg. Ich bin jetzt beim See wieder. Ja, ich schlag gerade Jörg durch die Scheibe. Oh mein Gott, hat die beide Beine sind jetzt gerissen. Leinen sind jetzt gerissen. Ja, aber die Leinen fallen auf den Boden, aber ich habe die anderen jetzt verloren. Den gleich mal von der neue. Ah, es fährt sich automatisch wieder runter. Was soll das? Mit Kuh. Das habe ich nicht gesagt. So ist geil, ja. Bringst du was, wenn ich die ganze Zeit Rechtsklick mache? Oh, geil. Was? Bringst du was, wenn ich die ganze Zeit Rechtsklick mache? Ziehst du die dann irgendwie? Weiß ich nicht. Da ist ein Baby-Zombie, was soll ich machen? Aua, hör auf mich an zu... Wäre sehr nett, wenn du jetzt schlafen könntest. Dankeschön. Sorry, dass ich lebe. Ich musste gerade noch eine Kuh besorgen. Die andere hole ich morgen. Gut. Oh, hallo Kuh. Oh, du siehst ja scheiße aus. Ey, willst du mich echt verarschen? Ist sie tot? Nein! Gut. Was soll das? Ich hab sie töten können. Ich hab's nur einmal drauf gehauen. Ja, wieso schaltet sich das Ding automatisch wieder aus? Das ist nicht so geplant. Hat wahrscheinlich nicht genug Ladung. Sicherung. Oh, ich hasse Trappen. It's a trap. Das ist übrigens noch ein Dingsen. Wie sage ich das jetzt schon? Ein Skelett. Okay. Zur Kenntnis genommen. Hm? Zur Kenntnis genommen. Okay. Das Gute ist, wenn die Chunks nicht schnell genug laden, dass wir dann, dass ich dann einfach sehen kann, wo die Kühe sind, weil die Kühe laden bei mir schon, aber die Chunks nicht. Bestes Spiel. Wir haben jetzt irgendwo eine Leine verloren. Wenn du sie findest, kannst du sie mitbringen. Kann die finde ich nie wieder.
eine Leine teuer? Ein Slimeball und 3 Fäden. Ich hab's gerade komplett verkackt. Hier vielleicht eine Leine? Nee. Ich glaube, das war die Kuh, die ich verloren habe. Egal, nehme ich halt dich mit. Los! Und das Ding saß natürlich richtig. So, dann kommt da eine Treppe ran. Da eine Treppe. Zum Glück sind die Line noch gar nicht buggy im Multiplayer, beziehungsweise auf dem Server. Die Kuh hinter mir hört, plötzlich sie steht als erstes rum und plötzlich ist sie direkt in mir fast. In dir? Ich die Line noch manchmal. Lass es einfach geschehen, Freddy. Also ich habe jetzt schon fast 40 Treppen verbaut. Das Ding wird ja aufwendig, ey. Okay, wir haben jetzt sozusagen alle Tiere, die es gibt, oder? Ozelote fehlen uns noch. Ja, Ozelots und Hunde, aber ansonsten haben wir alles. Okay, Jörg holt auch einfach noch ein paar Tiere. Was hat er jetzt noch geholt? Er hat noch eine Kuh und ein Schaf. Aber er hat die mit Red geholt. Ist ein bisschen nervig, wenn dann hier zum Beispiel die Schweine raus wollen. Ist die Schwein? Guck mal eben. Schaut gut aus. Du scheiß Schwein! Töte es, ja. Wir haben ein braunes Schaf? Ja, das hat Jörg gerade geholt. Ja, geil. Warum hast du es getötet? Er tötet einfach das braune Schaf! Jörg, das kannst du nicht tun! Es war braun! Das ist Rassismus! Assi. Wir sind ja doch nicht wie Detlef, oder? Hau mich nicht. Wir sind doch nicht wie Detlef. Wer ist Detlef? Ja, wer wohl? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Oh, guck mal, da läuft ein Bimbo. Scheiße. Das war schlimm, ey. Das war so geil, ey. Dieser Kommentar. Oh, guck mal, da läuft ein Bimbo. Er hat mich fertig gemacht, ey. Gut, ich gehe weiter Clay Farm. Schaf haben wir echt genug, oder? Ich muss jetzt kein Schaf mehr füttern eigentlich. Nein, wir haben viel zu viele Schafe schon. Wir brauchen niemals so viel Wolle. Ja, falls wir irgendwann mal was Größeres mit Wolle vorhaben, zum Beispiel von einem Haus einen Teppich bauen wollen. Stimmt, man kann ja jetzt auch diese schmalen Teppiche bauen, ne? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie die funktionieren. Also, okay, Stone ist fertig. 2 Stacks, 3 Stacks. Ne, 2 Stacks Stone sind fertig. Soll ich mich um das Haus kümmern? Ich tue es einfach. Ich kümmere mich ja sowieso um alle Bauprojekte gerade momentan. So. Münzen habe ich dir noch mitgebracht. Ja, geil. So. Rotten Flash brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nein. Warte, von der Theorie her müssen die Dinger durchgehend sein. So, die Leinen packe ich zur Werkzeuge. Ach, da muss da oben gar kein Holz hin. Dann kommt da oben jetzt einfach ein gefakter Balken hin. Um Holz zu sparen. So, dann packe ich das hier nochmal in die Weste und dann... Guck mal, Freddy, was sagst du? Okay, du bist Moment. Dran. Kannst du dir gleich angucken. Ist nicht so dringend. Du hast den Cleanstone gepackt? In meine Tasche. Warum? Weil ich gleich dann die Hütte baue. Achso, wollte ich jetzt anfangen. Jetzt habe ich nichts zu tun. Kannst du machen, warte, dann gebe ich dir den Clay. Nein, kannst du auch machen. Ich kann dann auch erstmal jetzt zu den Garten sonst, weiter. Sonst kannst du gerne Clay farmen gehen. Ne, ich glaube, ich gehe jetzt... Ach, Pilze farmen muss ich nicht. Ich habe keinen Bock auf Clay farmen, das kannst schön du machen. Soll die Treppe hier eigentlich sein, dass sie viel Platz hat? Warte mal. Wo bist du denn? Ich bin draußen. Ich dachte gerade, mein Handy klingelt wegen der Musik im Hintergrund. Ich bin im Haus. Guck dir mal das Haus jetzt an. Sieht jetzt gerade ein bisschen anders aus. Ja, hübsch aus. Ich weiß. Wollen wir die Fenster alle nur 2 groß machen? Also, dass die nicht so direkt am Balken sind? Nee.
You know what I mean? I mean, so zum Beispiel? Ja, das kannst du machen. Okay, cool. Dann mach ich das so. Ich dachte, du meinst das hier. Ah, nee, das hab ich anders. Ach, keine Ahnung, wie ich das verstanden habe. Nein, nicht so, du Wichser. Sorry, dass ich lebe. So. Nein, ah, ich kotze. Ihr sollt demnächst noch anfangen, eigene Häuser zu bauen. Ich hasse Treppen bauen. Definiere eigene Häuser. Ja, weil wenn wir die ganze Zeit diesen Bauernhaus bauen, ist das ein bisschen behindert. Das will ich dann, also ich will das dann auch demnächst so machen, dass dann jeder sein eigenes Haus hat, wo man pennen gehen kann. Ja. Oder wir machen uns erstmal so eine Wohnbaracke, weil ich will dann auch langsam einführen, dass die Häuser noch für ihre eigentlich Gedachtheit da gemacht wurden. Ja. So. I know. Ja, der Bauernhof, nicht über- der Bauernhof ist ja momentan eher so eine Jugendherberge. Ja, der Bauernhof ist momentan unser Hof. Wieso platziert die Scheiße sich immer so rum? Die soll sich doch ja, so rum platzieren. Ja, ist ein bisschen an Banish, was sie gerade machen. Ja, ein bisschen. Guck mal, jetzt hat man hier so eine kleine Kürbis Fensteraussparung. Kürbis kann übrigens schnell mit einer Axt abbauen. Ich weiß. Nur zur Info. Hätte ich dir mal sagen können. Wie viel Obsidian braucht man nochmal für einen Zaubertisch? Das weiß ich nicht, ich glaube 2. Braucht man doch irgendwie einen Diamanten, Zaubertisch und irgendwie ein Buch, oder? Einen Diamanten braucht man und ein Buch braucht man. Ich glaube Holz. Oder Cleanstone, da bin ich mir nicht sicher. Können wir gleich gucken. Ich krieg von einmal Ernten hier fast einen Stack Kakaobohnen. Okay, da muss ich halt noch ein paar nachplanten, aber ansonsten. Ja. Lohnt sich eigentlich voll nicht. Was jetzt? Ja, diese Kakaoteile anzupflanzen, weil die braucht man sowieso für nichts. Kekse. Außer scheiß Kekse. Wie findest du das? Man kann auch übrigens mit Kürbissamen Hühner Man kann mit allen Samen Hühner glücklich machen. Kakaobohnen. Wie findest du das? Was? Diese einen, dass man hier sozusagen reinlaufen kann. Ist das gut oder schlecht? Ja, das sieht ganz gut aus. Kann man machen. Gut, dann bleibt das so. Willst du nicht erstmal das eine Haus fertig bauen, bevor du nächstes anfängst? Ich habe ja kein Clay mehr, ich muss ja Clay farmen gehen. Hier, warte, hier ist Cleanstone. Hier sind zwei. Wie groß soll die etwa werden, die Schmiede? Weißt du das? Ich würde mal sagen, so groß wie das Bauernhaus ungefähr. Nur halt nicht so mit einem hohen Dach. Flachdach. Ja, ich würde dann sagen, das machen wir eher so klotziger, weil. Ja, genau. Keine Ahnung. Ist ja eine Schmiede. Können wir noch auch einen Ofen. Dann packen wir da auch die Öfen, also dann wird da auch noch ein Ofenraum machen. Ja, genau. Bei mir ist wird die Workbench übrigens ziemlich oft als ganz normaler Cleanstone-Block angezeigt. Ja, bei mir wird alles manchmal als Cleanstone-Block angezeigt, auch Kisten und so weiter. Ja, Kisten und Workbenches. Dings. Ja. Ja, das ist glaube ich ein Server-Bug noch. Oder hast du noch eine Schaufel oder muss ich einfach. Ich baue gerade welche. Ich baue gerade selber welche, ich habe keine mehr. Kannst du mir noch 2 bis 3 machen? Ja, klar. Mensch. Jetzt mache ich erstmal 6, dann haben wir beide 3 Schaufeln. Liegen da vor dir. Vor mir. Ich habe sie alle wieder aufgesammelt. Ich habe die alle. Jetzt ist noch eine. Gib mir die bitte nochmal. Moment mal, das war die falsche Kiste. Ja, das sind die Holzkiste. Ja, ich muss kurz die Sticks wegpacken, die du hier. Da. So, dann. Da bist du, dann habe ich gar keinen mehr. Ich habe noch Cleanstone, stimmt. Dann wollte ich da den Dreck reinpacken. So, Clayfarm. So. Es wird Nacht, Leute. Schlafen. Jörg, du solltest dir vielleicht mal ein Bett runter in die Mine mitnehmen. Wäre eine Idee. Soll ich dir schnell was machen? Kannst du nach der Nacht machen, also komm rein. Ich bin wirklich ein bisschen müde. Pisse. Es ist steril und ich mag den Geschmack. Oh ja. Müsste auch, glaube ich, durch der Patzen sein, oder? Wahrscheinlich. 5 Minuten noch, chillig. Wow, Alter, kann ich ja sogar noch mal 2 Clay fahren. Jörg. Ich probier's jetzt nochmal mit dem Tablet.
Ich habe keine Ahnung, warum es die ganze Zeit nicht funktioniert. Vielleicht ist das Tablet im Arsch. Oder es ist nicht genug geladen, weil ich es über USB lade. Hallo. Ich schmeiß dich mal draußen in dein Bett, Jörg. Ja. Ich sollte es patchen. So. Und meine Nachbarn sägen gerade ohne mich. Ich habe kein Boot mehr. Hab ich genug Holz dabei? Ich habe natürlich kein Holz dabei. Freddy, hast du eine Crafting Station dabei? Nope. Oh Mann, Leute, nicht im Holz festsägen. Immer mit Vollgas. Ach Gott, die können echt nicht sägen. Du kannst ja sägen, du bist ja gelernter Motorsägenmensch. Ich kann Motorsäge fahren. Ja, ein bisschen, ich nehme noch 44 Cobblestone, weil vielleicht kann man dann noch was machen bei der Schmiede. Ja, mach das. Ich brauche noch Cobblestone. Wow! Hat gerade ordentlich geknallt, einmal bei uns im Haus übrigens, hat man wahrscheinlich gehört. Jo. Okay, dann mache ich. Keine warum. Das hier noch weg. Ausschalten? Nein, hör auf damit! Wieso schaltet sich das Ding jedes Mal selber aus? Weil du es verdient hast. Ich verstehe das nicht! Es fährt sich automatisch selbst wieder runter. Ist es kaputt? Weiß ich nicht, es ist ein JTAG-Tablet, also wahrscheinlich. Hast du es mit einem Ausschalten versucht? Ja. Ist das Kabel richtig drin? Ja, ist es, hoffe ich. Ah, fuck, da war kein Leben. Hoffe ich. Ich habe übrigens eben versucht, mir ein Texture Pack zu installieren, aber da wir auf der N72 spielen, gibt es noch kein... Ich hasse es, das an... Wir bauen alle Seerosenblätter auf diesem See ab, Alter. Mach halt. Dass es auf der 174, Entschuldigung, auf der 174 noch keinen Optifine gibt. 175 so viel übrigens. 175, stimmt. Und ich nicht wusste, wie man zurückpatcht und Jörg nicht online war, der es mir hätte erklären können. Ich wusste, wie man das einzelne Spiel, also den einzelnen Dingens zurückpatcht. Aber nicht, wie man das komplette zurückpatcht. Muss ich mir gleich mal erklären lassen. Dann könnt ihr nächste Woche, ich weiß nicht, ob es nächste Woche ist, keine Ahnung. Nächstes Mal mit Optifine und Texture Pack genießen. Was bei mir bestimmt total flüssig laufen wird. Auf jeden Fall. Hey, Optifine ist doch dafür, dass es besser läuft. Ja, aber Texture Pack ja nicht. Und Sfax ist schon ziemlich aufwendig. Ist doch ein 64er. Baywatch! Wuhusa! Wow, tschüss. Der war richtig lange drauf. Kann es irgendwie sein... Ich glaube, wenn wir auf dem Server sind, keiner mit uns spielen. Ja gut, kann ich aber verstehen nach der Scheiße, die wir abgezogen haben in Skype. Ja, das war nicht unsere Schuld. Ach wirklich? Wir wurden herausgefordert. Das war Ironie. Ich weiß. Junge, du lädst runter und ziehst das in deinen Ressourcenordner. Ja, was? Aber ich glaube, welche die mit 64x64 sind, die muss man dann irgendwie mit dem HD-Patch machen. Ja, muss man. Das geht ja nicht. Also, wenn man sich da mal mit beschäftigt, geht das wahrscheinlich richtig leichter. Wir haben keine Lust dazu. Habe ich auch. Tut uns leid, Jörg, dass wir nicht so gut sind. Läuft bei dir jetzt auch Optifine? Ich ertrinke übrigens dauernd fast. Dann bringe ich hier die Öfen hin. Nein, ohne Optifine. Ja, ich will aber Optifine haben. Weißt du, wie man einmal zurückpatcht, sodass man Optifine wieder installieren kann auf 174? Das weißt du bestimmt. Die Öfen. Weil ohne Optifine Texture Pack bei mir ist ziemlich unmöglich mit meinem Rechner. So, dann baue ich hier das Dach dann hin. Google ist dein Freund. Ja, ich hatte eben keinen Bock mehr. Hat er eigentlich schon. Hat mir zu lange gedauert, habe ich auch gehört. Übrigens, Assi. Hey, bist du gerade bei der beim Dings? Beim See. Ja? Ja. Nee. Dann keine Ahnung, wo ich die Fenster setzen soll. Bisschen klein eigentlich. Ach, ja, genau! Die ganzen Blöcke werden einfach neu gesetzt. Kenn ich. Ich muss es ein bisschen Cleanstone wieder wegmachen. Dann habe ich wieder schön Cobblestone. Jetzt leckt der Server wieder. Ja. Ja. Ja, wahrscheinlich, weil Jörg unten in neue Biome geht. Ja, ich kann es gerade alles dreimal abbauen. Ja, ich auch. Geht's langsam wieder? Ja, jetzt geht's wieder.
Jetzt ist wieder chillig. Und der Timer? Ich höre ihn. Okay, Leute, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Jo, hoffe ich auch. Und dann sind wir beim nächsten Part. Tschüss. Jo, dann. Ciao. Ein Part nehmen wir noch auf, oder? Also ja, mindestens ein. Bei mir dafür.